Dann packe ich da die anderen Sachen raus, die nicht wertvoll sind. Wie zum Beispiel rote Wolle. Buch kann drinnen bleiben. Kakaobohnen. Ach komm, das bleibt drinnen. Hier das Gemälde kann raus. Sticky Pisten. Die Sachen, der Bogen. Okay, jetzt kann, aber ich sag mal, da kommen auch dann die Redstone-Zeugs rein. Die Redstone-Zeugs, also das Redstone-Zeugs. Hier. Das passt so einigermaßen. Dann packe ich hier die Bücher da auf die Seite. Die Sattel kommen dann hier hin. Oder warte mal, die Bücher packe ich weiter runter. Die Sattel kommen dann da nach oben. Hier sortieren. Sortierung. Sortierung. Dann die Moossteine packe ich da unten mal mit rein. Die da hier. Und da dann einfach in der Mitte das restliche Zeugs. So, was habe ich da? Unendlichkeit, Explosionsschutz, Wasseraffinität, Plünderung und Stärke. Ich würde ja gern mal ein Diamantschwert verzaubern und dann dort noch Stärke draufpacken. Allerdings, uns fehlt es an Diamanten. Uns fehlen wirklich Diamanten. Ich könnte auch... Habe ich da irgendein Buch für? Nicht hier, da. Unendlichkeit, Explosionsschutz, Wasseraffinität, Plünderung, Stärke. 4. Nein, da habe ich kein Buch dafür. Amboss. Der hält noch. Oder soll ich den mal mit einem Diamanten reparieren? Dann haben wir keinen mehr. Ich schaue nur, wie viel das bringen würde. Nur mal kurz gucken. Ich klicke da nicht drauf. Es kostet 9 Level und macht den weiter voll. Also fast. Mal überlegen, soll ich das jetzt schon machen? Nee, komm, mache ich jetzt noch nicht. Den packe ich wieder in die Kiste rein. Nehme ich dafür einen Eisenhelm. Hier in die Kiste reinpacken. Und Eisen rausholen. 1, 2, 3, 4, 5. Das waren 6. 1, 2, 3, 4, 5. So, klick. Den ziehe ich an. Dann kann ich mir auch gleich nochmal neue Schuhe machen. Die werden nämlich bald kaputt werden. Ja komm, die will ich nicht haben. Schuhe. Hier, Krimskramskiste. Kommt mal das ganze andere Zeugs rein. Glasscheiben. Nee, ja, ja. Zauntor, das kommt weg. Das kommt hier mit dazu. Und hier die Sticks auch. Gut. Okay. Dann geht's ab. Warte, die Eimer kommen noch weg. Dann geht's ab nach draußen. Ein bisschen Holz farmen. Da hinten haben wir eh einen schönen Wald. Den können wir mal abholzen ein bisschen. Baumbestand dezimieren. Macht man auch so in der Realität. Falls zu viele Bäume da sind, einfach mal abholzen. Oder falls da mal unglücklicherweise ein Regenwald im Weg ist, auch einfach abholzen. Das lernt man so schon ab der Grundschule. Beziehungsweise in Österreich Volksschule. Ich finde die Unterschiede, die von ein paar Wörtern von Deutschland und Österreich, richtig interessant. Zum Beispiel jetzt da Grundschule sagt man so in Deutschland und Volksschule sagt man in Österreich. Warum ist das eigentlich so? Ich habe keinen blassen Schimmer. Oder auch andere Sachen wie... Frankfurter. In Österreich sagt man Frankfurter zu den Würstchen. Und in Frankfurt, beziehungsweise in vielen anderen Bereichen von Deutschland, sagt man Wiener. Obwohl es dasselbe Würstchen ist. Ist interessant, finde ich. Also ist richtig, richtig komisch. So, hier die Kakaobohnen nehme ich auch mal kurz mit. So, hier abbauen. Da ist noch eines. Okay. Schwert gezückt, falls hier irgendwas in die Wege kommt. Also uns in die Wege kommt. So. Und da haben wir auch schon den Wald.
Ich glaube, hier werde ich ein bisschen am Boden hier abholzen. Also da in der Schlucht eher. Da stört es dann nicht so dem ganzen Feeling vom Wald. Oh yeah. Ein Wald hat ein Feeling. Warte, Mikrofon ein bisschen näher schieben. So. Gut, passt schon mal. So, was könnte ich euch eigentlich erzählen jetzt hier? Ich schaue mal kurz auf meine schlaue Liste wegen Gesprächsthemen. Was brauche ich denn da noch? Da. Gruppenzwang wäre mal ein tolles Thema. Das erlebe ich jeden Tag selber in der Schule. Na gut, jetzt zur Zeit nicht. Jetzt habe ich Ferien, da wo ich es gerade aufnehme und da wo ich es freischalte. Allerdings, immer wenn ich Schule habe, erlebe ich das auch selber, dass Gruppenzwang nicht nur einfach so ein Begriff ist, sondern das gibt es wirklich. Okay, ich kann nicht auf 1 drücken mit der Maus. Gruppenzwang ist das, wenn einer es vormacht oder wenn es 2, 3 Leute machen, irgendwas. Ein gutes Beispiel ist da jemand anderes mobben. Machen dann andere Leute mit, weil sie einfach zur Gruppe dazugehören wollen. Und deswegen halt Gruppenzwang. Finde ich richtig scheiße von denjenigen, die da einfach so mitmachen. Ich finde es auch scheiße von den anderen, die Leute mobben. Jetzt der Mobben ist ein gutes Beispiel dafür, weil das ziemlich oft auch passiert, auch in meiner Klasse. Und ja, ich finde es richtig scheiße von denen, weil jeder hat ein eigenes Gehirn. Manche haben auch keines, merkt man bei ihrem Verhalten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Jeder hat, gut, sollte ein eigenes Gehirn haben, aber manche stellen sich dann so dumm und machen einfach alles jemand anderem nach und haben dann überhaupt keine Individualität mehr. Ich bin jetzt froh, dass ich das Wort ohne Versprecher rausgebracht habe. Individualität. Ich habe es nochmal geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Manuel. Na gut, und wenn jetzt keine Menschen mehr Individualität haben, dann ist es richtig kacke. Weil man ist ja eigentlich ein Mensch, weil man empfindet, weil man fühlt, weil man nachdenken kann, weil man all diese Dinge machen kann. Und wenn man das nicht mehr machen kann, ist man, denke ich mal, kein Mensch mehr. Also wenn man tot ist, ist man zwar noch ein Mensch, aber man kann nicht mehr denken. Man kann nicht mehr fühlen, also ist man dann nicht mehr als Mensch behandelt. Wird man dann nicht mehr als Mensch behandelt, denke ich mal. Und genauso ist es dann, wenn man einfach sein Verhalten einer Gruppe anpasst, die jemand anderen zum Beispiel mobben. Es kann auch sein, dass sie rauchen, Drogen nehmen oder so irgendwas. Einfach, dass man sein Verhalten einer Gruppe anpasst. Hat man überhaupt keine Individualität mehr. Jetzt habe ich mich beim dritten Mal versprochen. Toll. Und das finde ich dann richtig schade dann. Also das ist wirklich traurig, sozusagen. Wenn das passiert. Und ich sollte mal wieder zurückgehen und ein paar Bäume pflanzen. Damit das hier dann nicht mehr so kahl ist und damit ich nicht einigen Creepern in die Wege laufe. So, hier noch eines und dann da. Eine Birke hin. Und es geht gleich weiter mit dem Thema. Hier noch eine Birke, da eine Birke. Da eine Birke, hier eine Birke. Da so ein Baum. Hier hinten noch 2 solche Bäume. Und eine Birke. Und noch so ein Baum. Und da noch eine Birke. Passt das? Da gehört noch eine Birke hin. Und hier. Gut. Und, oh Gott, da ist ein Creeper. Sobald das halt passiert, dass man keine Individualität mehr hat, voll geschafft, ist es meiner Meinung nach höchste Zeit, nachzudenken mal ein bisschen. Also, falls euch das auffällt jetzt auch, dass ihr einem anderen nachmacht oder vielleicht einer Gruppe nachmacht, denkt mal nach, ob das gut ist oder denkt mal nach, ob ihr eigentlich selber in einer Gruppe seid. Und ob ihr das überhaupt wollt, selber. Weil, wenn man dann ein bisschen nachdenkt, wenn man so einen kleinen Stups bekommt, denke ich, kommt jeder Mensch drauf, dass das, was er macht, wenn es was Falsches ist, falsch ist. Ich glaube, jeder Mensch,
solange ein Mensch ist, eigenständig denken kann und nicht zu arg in diese Schiene reingerutscht ist, dass er nicht mehr denken kann richtig und dass er einfach nur alles nachahmt, nachäfft, sollte man das schon wissen, was dann was richtig und was falsch ist. Oder falls ihr jemanden kennt, der so ist, redet den doch einfach mal drauf an, dass ihr das nicht gut findet oder so. Oder einfach irgendwas dazu ihm sagen. Einfach irgendwas zu ihm sagen. Das hilft meistens auch. Gut, manchmal wird man dann auch irgendwie zum Außenseiter, wenn man dagegen was macht. Allerdings ist mir das Hilfe scheiße. Ist mir das relativ egal, wenn ich zum Außenseiter werde. Wenn ich was Gutes dafür mache, so wenn ich was Gutes mache, ist mir das richtig, richtig kackegal, was andere über mich denken. Wenn jetzt jemand gemobbt wird oder so, ich merke das, versuche ich auch da zu helfen. Das ist mir dann auch richtig egal. Also ich versuche, mich mit dem anzufreunden oder so. Vielleicht mal zu sagen, hey, komm, hör auf mal, das zu machen, das ist richtig uncool. Kannst du mal zu Hause machen oder so, aber jetzt nicht hier, komm, hör mal auf. Nur dann wird man halt schnell mal selber da mit reingezogen. Also jetzt nicht in die Seite des Verursachers, sondern... Hä? Sondern an die Seite des Opfers. Und das ist blöd. Es ist richtig blöd dann. Na gut, aber wenn man sich dann da selber nicht so wirklich einen Kopf macht darum, soll es auch egal sein. Mir ist es zum Beispiel egal. Und es gibt auch noch ein paar andere Leute, die so denken. Nicht viele, leider nicht viele. Allerdings, es gibt genug Leute, die das schaffen, so zu denken. So. Okay, jetzt ein bisschen Holz gefarmt, das passt schon mal. Ich habe genau einen Stack von denen. Gut, dieses Thema wäre abgeschlossen, dann mache ich mal kurz ein Häkchen dran. Wo stand denn das? Die Gruppen sind. In der Zeit. Häkchen. Erledigt. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte unten den Gang ausbauen. Aber zuerst mal durch ein bisschen Crap raus. Allerdings richtig einsortieren ein paar Sachen, zumindest. Hier Äpfel. Die Setzlinge kann dann da dazu. Birkensetzlinge. Eichensetzlinge. Cobblestone. Habe ich einen Bogen? Da habe ich einen Bogen. Die kann ich zusammen reparieren. Habe ich einen noch weniger kaputten Bogen. Das ist doch schon mal gut. Und dann habe ich hier einen Pfeil, der kommt zum Mob-Drop. Das hier auch. Das kommt da rein, da mache ich dann auch noch eine Farm damit. Und hier der Wassereimer. Da ist Birkenholz. Da das Holz. So, und das Brot kann ich dabei mal rauspacken. In der Zwischenzeit. Und jetzt könnte ich da unten mal hingehen und schauen, wie ich den Gang dann machen werde. Allerdings zuerst das Feld abernten, denn da stecken pure Emeralds drinnen in diesem Feld. Ich hoffe, das können wir dann auch noch länger betreiben mit dem einen Villager, dass der nicht dieses Angebot dann bald mal zurückzieht. Das wäre richtig blöd. So, hier die Kartoffeln. Nicht wieder ansehen. Oder sollen wir zuerst das Feld hier weitermachen? Was meint ihr? Das ist aber richtig langweilig, jetzt wieder da so auszubauen. Stelle ich mir zumindest langweilig vor. Oh. Ach so. Pff, ja.
Naja, ich baue hier nochmal eine Reihe weg. Dann haben wir auch noch ein bisschen weitergemacht. Und ich muss mir dann überlegen, wie wir das da drüben dann lösen werden. Da werde ich dann, denke ich mal, ein Viertel von den 4 Vierteln da, die ich Getreidefelder und so weiter machen wollte, als Getreide, Zuckerrohr und alles Lager machen. Und dort kommt man dann auch mit dem Fahrstuhl dann einfach hin. Das wäre auch eine gute Idee. Und später könnte man das natürlich dann auch noch ausbauen mit dem Fahrstuhl hier und alles. Und was könnte man nicht alles machen? Der ist falsch. Warte mal, ich habe jetzt hier diese 2 Steinstufen, die will ich aber nicht haben.